So, was machen wir denn jetzt? Schauen wir uns erstmal die Route an. Erstmal schnell die Pokémon checken. Wir haben Kifferrex, Alduin Junior. Was mir aufgefallen ist, hier sind keine, Thumbnails von den Pokémon. Das ist ein Bug, habe ich gelesen. Bei der Seite, wo ich es mir runtergeladen habe, den Hack. Pokémon that used to evolute using stones now. Do it by leveling up. Also manche Pokémon brauchen Steine, damit sie sich entwickeln können, hat sie gesagt. Okay, alle unsere Pokémon haben ein gutes Level, aber wir brauchen ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe euch ja im letzten Part gesagt, welche Tier-Pokémon wir uns noch holen werden. Aber zuerst mal kämpfen wir mal gegen diesen Spieler. Und ich glaube, ich übersteuere ein wenig. Ich muss ein bisschen leiser reden. Oder mal ein bisschen das Mic weg. Moment. Ich mache mal schnell das Mic weg. Das kann ein kleines bisschen nicht dauern. So, hoffentlich hört ihr mir jetzt normale. Nicht mehr so laut. Ich werde es dann dementsprechend beim Kampase später anpassen. Oh Motte. Was machen wir denn mit der Motte? Wollen wir sie vergasen? Na komm, vergasen wir sie. Verdammt, geht nicht. Jetzt saugst du unser Blut auf. Was machen wir denn jetzt? Na gut, Kiffer ist ja jetzt stärker als normal. Ja, und der Tackle war auch nicht schlecht, eigentlich. Das war ja nur wegen dem Levelvorteil jetzt. So stark wäre es, um ein bisschen stärker als weniger abgezogen, logischerweise. Tja, ein Gift-Pokémon kannst du nicht vergiften, Omot. Wie gesagt, Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. Also kannst du das gleich abschminken, du Omot, du dummes Omot. Grimmer, das ist, Slimer. Holen wir unser Vulcano raus. Okay, mit einer Dick-Attacke. So, Rex used Dick. Er hat zuerst ein Loch gegraben und dann hat er, ihr wisst schon, angegriffen. Nicht missverstehen jetzt. Missed the big score. Den Checkpoint verpasst. Okay, wo geht's denn hier lang? Was gibt's denn hier eigentlich im Gras? Mankey. Extremely quick to anger. Mankey. Okay, was machen wir mit Mankey? Monkey. Wollen wir es fangen? Einfach so zum Spaß? Weil es Mankey ist? Ja, komm, ich fang's einfach mal. Dann haben wir wenigstens ein paar Pokémon. Wobei, wir müssen unsere Bälle aufsparen, aber fuck that. Do it. Irgendwann werde ich die schon bekommen. Okay, fick dich. So, Mankey ist down, Monkey. Oh Gott, die Route ist völlig anders als im Originalen. Aber nur völlig, nicht total. Völlig und total sind zwei verschiedene Wörter. Schon wieder ein Mankey. Monkey. Was machen wir mit Monkey? Erstmal ist Mog. Ah, Critical Hit, sogar ein One-Hit-Kill. Ich glaube, das ist sogar Smogmas allererster One-Hit-Kill, kann es sein? Ich weiß nicht. Do you like my secret pass? Keine Ahnung. Magst du meinen besonderen Pass? Weiß ich nicht. Fahrt? Aber hätte ich jetzt gedacht, aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Magst du meinen Pfad? Nidorino, Gift gegen Gift wieder. Giftige Sache hier, dieses Spiel. Focus Energy, das ist Energiefokus. Aber ich glaube, Kiffer schafft es schon. Und bald lernt er auch Schlammbad, ne? Das hat er schon Level 31, stimmt ja. Ja, kannst endlich mal eine neue Attacke, nicht nur Smog Tackle. Mack, das ist Schleimock. Okay, hat viele KP, ich hätte vielleicht zu Wex wechseln sollen, bevor ich hier entschlossen habe. Mit meinem Smogmogwire zu kämpfen, Poison Gas. Oh ne, vergiftet. Okay, ich hätte doch nicht wechseln sollen. Jetzt ist unser Rex vergiftet wegen der Giftwolke-Attacke.
Smogon ist ein gutes Pokémon, ich habe ja schon gesagt, wie stark das sein kann. Ne, wenn man es mit Säurepanzer und wie heißt die Attacke? Komprimator kombiniert, wird es richtig, richtig stark. Und wenn man den Gegner dann immer vergiftet, das wird dann, boah, ein richtiger Killer. Und noch Erholung wäre auch noch vom Vorteil. Naja. Hypno. Schade, dass Rex keine Unlichtattacke kann, denn Unlichtattacken gibt es hier leider nicht. Nehmen wir mal Alduine Junior. Ihre Mutter war ja ein dritte Fauler, also ein Unlicht-Pokémon. Vielleicht bringt es ja uns Glück. Machen wir mal die Taktik. Thunder Wave. Also Donnerwelle. Und dann wird gewickelt. Rap. Can't move. Ich glaube, ich spule es mal vorne. Das ist ja klar, was passiert. Das ist unsere Taktik. Und Level 31. Eins war ein Volltreffer. It can't be. Ich glaube es nicht. Oh, das kann nicht sein. Wie auch immer. Oh. Und unser Vulcano spürt den Schmerz förmlich durch seinen Adern. Oh nee, das ist wieder diese komische Formation. Ja. Ich glaube, die ganze Route wurde so gebaut, dass es hier so, dass die hier so passend stehen tun. Ich schaue mir nochmal im Gras nach, ob wir etwas finden. Und unser Vulcano soll leiden. Leide, Vulcano. Knuffenser. Knuffenser. Bestprout. Wollen wir es fangen? Ich glaube ja. Oh. Gut, dass wir noch einen Pokéball haben. Und wir den nicht an Monkey verschwendet haben. So. Unser letzter Pokéball. Yes. Bellsprout. New Pokédex Data will be added for Bellsprout. Eigentlich wäre schon längst ein Ultrigarier. Entwickelt sich ja mit Level 21. Aber wer es nicht entwickelt, ist selber schuld. Wie wollen wir es denn nennen? Habt ihr irgendeinen Namen für eure Pflanze? Wie nennt ihr die neue Pflanze? Schreibt es in den Kommentar. Nicht Spaß. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Wie nennt man denn eine Pflanze? Kennt ihr irgendeine berühmte Pflanze? Die berühmteste Pflanze ever? Nee. Also ich kenne keine. Naja. Ich lasse es einfach, ich habe keinen Namen für den. So, sorry, auch wenn ich es jetzt so lange überlegt habe. Ich finde keinen Namen für eine Pflanze. Wenn wir schon über Bisasamen reden, hier ist nochmal eine Pflanze. Wenn wir schon über Pflanzen reden, hier ist ein Bisasamen, das meine ich. Level 25 wäre schon längst ein Saftkorn, ja. Wir haben einen Bisa Knosp und entwickelt sich mit Level 30 oder 32 auf Bisa Floor. Zu Bisa Floor. Na gut, wir müssen unser Vulcano heilen, sonst erlebt es noch ein schlimmes Erlebnis seines Lebens, obwohl es jetzt schon bestimmt ein schlimmes Erlebnis seines Lebens ist, wo ich es gefangen habe. Na gut, nehmen wir unser Pflanzen-Pokémon einfach mal, und zwar können wir es sehr gut auf dieser Route trainieren, wo die Wasser-Pokémon sind. Deswegen bin ich hier eigentlich auch auf diese Route gegangen, um ein Pflanzen-Pokémon zu fangen, und jetzt haben wir eins. Und das ist übrigens unser neues viertes Teammitglied, ein Satzenia. Ja, das ist James, der hat ja auch in der TV-Serie ein Satzenia, hat aber später freigelassen, soweit ich weiß. Auch wenn ich nicht so ein Pokémon-Schauer bin. Ich schaue mir höchstens mal ab und zu einen Film an oder so von Pokémon, und ich habe den Mewtwo gegen Mew gesehen, der war recht cool. Recht cool, ja. Und warum kann Knuffenser keinen Rankenhieb? Es kann Stun Ball, Sleep Powder und Poison Powder. Warum braucht es drei Veränderungsattacken, also Statusveränderungsattacken, wenn es doch nur eine braucht? Naja. Machen wir wieder die Taktik wie mit unserem Dragon hier. Erstmal paralysieren und dann rappen. Du wirst gerappt, du Psyduck. So.
Entwickelt sich übrigens mit dem nächsten Level und hier ist ein Shigi. Squirtle. Na, jetzt wissen wir eben immerhin, wo wir unsere, wo wir alle Starter finden können. Das, wir haben ja in dieser Vulkanhöhle ein Glumanda gefunden. Haben wir aber leider nicht fangen können. Und, dann haben wir, ja, hier eben vor 2 Minuten ein Bisasam gefunden. Und jetzt finden wir hier ein Shigi in dieser Route. Also jetzt wissen wir alle, Starterpositionen. Finde ich gut, eigentlich. Naja, und ihr habt es gesehen, unser neues Knuffenser ist tot. Aber, warum kann es keine Pflanzen attacken? Also Rampenhieb muss es mindestens können. Hat es wahrscheinlich verlernt. Es lernt mit Level 12 im Wachstum und zuvor hat die Attacke Rampenhieb als normale, also als Starterattacke, sage ich mal. Dann hat es wahrscheinlich die 3 Puderattacken erlernt. Und dann später hat es dann Wickel noch erlernt, irgendwie mit Level 15 oder so, keine Ahnung. Und ja, so sind die Attacken halt entstanden irgendwie, durch dieses Attacken-Moveset, was richtig scheiße ist eigentlich. Enton, Psyduck. Takedown, also Bodycheck. Aber Body Slam ist besser. Ich frage mich, wann wir in die MSN können. Da finden wir ja Body Slam und das ganze Zeug, was richtig Spaß macht. Aber momentan sind wir hier bei Lavandia dran. Im Original zumindest. Ich denke auch darüber nach, ob wir Knuffenser Sternschauer beibringen können. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Attacke auch kann. Boah, späten Knuffenser eigentlich. Ich schau mal schnell. Okay, Attacke 41. Sehr hoch eigentlich. Ja, spielt er auch Angriff. Der ziemlich hoch ist eigentlich. Okay, was können wir denn für Fans Attacken beibringen? Also Wassergun kann ich schon mal nicht, das weiß ich schon mal. Pflanzen können ja mit Wasser schießen, wobei es im Real eigentlich schon logisch wäre. Thunderwave. Baseball könnte. Achso, not able. Ich habe dieses Not nicht gesehen. Also ich habe da nur Able gesehen gerade. Seismic Toss, was ist denn das? Das ist Geowurf, ne? Kann es leider auch nicht, das würde mich, hätte mich auch gewundert. Swift ist natürlich der Sternschauer, kann Rex und Alduine Junior, aber das, die können schon richtig gut attacken. Bubble Beam kann es natürlich nicht, aber ich schau mal schnell, welches unser Pokémon Bubble Beam kann. Unser Dragonier kann drei Bubble Beam und Payday, das ist Zahltag, kann auch keins unserer Pokémon. Da fällt mir eigentlich nur Mauzi ein und vielleicht noch so normal Pokémon wie Radfratz oder so. Andere fallen mir, glaube ich, nicht so ein. Ich halte den Pokémon, blablabla. So, und was machen wir denn jetzt? Wollen wir diese Route erkunden oder die andere Route? Ich nehme einfach mal die hier, die müssen wir auch irgendwann mal erkunden. Ich werde es so machen, ich werde Knuffenser einsetzen und dann immer wieder wechseln. Schade, dass es hier nur einen scheiß EP-Teil in dem Spiel gibt, also... Normal ist es ja so, also im späteren Generation ist es so, dass man den EP-Teil in Pokémon gibt und dann kriegt es Pokémon KP, egal ob es im Kampf ist oder nicht. Und in der Edition ist es halt so, dass alle Team-Pokémon, dass alle Pokémon EP kriegen. Also in dieser Generation kriegen alle Pokémon im Team EP. In der früheren Generation war es so, dass nur ein Pokémon EP bekommen hat, und zwar das Pokémon, das den EP-Teil getragen hat. Und für diejenigen, die es nicht verstanden haben, was ich gerade gequatscht habe, ich kann es verstehen. Weil Tail Whip, wollen wir es fangen? Ne, Quatsch, wir haben gar keinen Ball, können wir gar nicht fangen. Und meine Katze kratzt schon wieder an der Tür. Hör auf damit, Katze. Level 31 für Rex. Gleich hole ich Rex her und dann kratzt er nicht mehr an meine Tür. So, hier geht's nirgendwo lang. Nein. Nein, nein, das ist Road Look Familiar to you. Und ich glaube, wir haben schon mal gegen den verloren. Ja, das war der mit dem Austoss. Genau. Fisherman's Friends. Cloyster. Ich meine hier natürlich das Austoss. Natürlich muss man wechseln. Es kann bestimmt Aurora Strahl. Und jetzt setzt es wahrscheinlich Schnapper ein, wie ich mein Glück kenne.
Natürlich, natürlich. Ich hab's doch gewusst. Wasserattacken wären gegen Knuffenser nicht sehr effektiv gewesen. Jetzt kommt wahrscheinlich Aurora-Strahl, ne? Eis gegen Drache. Ich wusste es. Warum habe ich nur so unglaubliches Glück mit dem Erraten von Attacken? Und warum habe ich jetzt gerade einen Volltreffer kassiert bekommen? Kiffer. So, unser Kiffer ist jetzt stärker und es wird dich jetzt vergiften. Also dieses Ausdruck, das ist echt zu heftig für die Route. Level 28, das Level ist ja in Ordnung, aber es ist ein Austausch. Hohe Verteidigung. Eines der höchsten der ersten Generation, glaube ich zumindest. Rizoros hat ja auch eine hohe Verteidigung, schätze ich mal. Oder Onix. Jetzt kommt, ja, natürlich, jetzt kommt Eisstrahl. Ich meine Aurora-Strahl, der ist noch Step drauf bei ihm. Weil Austausch ist ein Eis-Wasser-Pokémon. Mit einer hohen Verteidigung, dass man nicht klein kriegen kann. Und jetzt erhöht seine Verteidigung noch weiter. Na ja, gut, immerhin schadet das Gift ihn ein wenig. Na komm, setz Subersonic, das wäre Ultraschall, ne, Superschall gewesen. Du stirbst jetzt, du stirbst. Scheiß aus, Toss. Fick ich. Und deine ganze Familie. So, du wirst jetzt sterben, Cloyster. Cloyster stirbt in deinem Gift. Verreck in der Scheißhölle, Hölle, Hölle. So, gleich haben wir es ja. Mit dir, mit der sogenannten Gift-Taktik haben wir uns besiegt. Auch wenn es die beschissenste Taktik der Welt ist, vergiften und angreifen. Naja. Aber wir haben es trotzdem klein gekriegt. Auch wenn wir hier jetzt mit 1000-mal Tackle angreifen, ist es erst besiegen. Content. Kingler. Kingler ist cool eigentlich. Kingler ist echt cool, aber mich ärgert es, dass Knuffenser keine Pflanzenattacke kann. Und warum setze ich jetzt Rix ein? Was hab ich denn genommen? Warum setze ich Rix ein? Bin ich bekloppt. Bubble ist zum Glück nicht so stark, aber ich glaube gegen Vulcano ist es schon sehr effektiv. Naja, geht so. Na gut, Bubble ist noch ertragbar. Bubble wie mir schlimmer. Na gut, wenn wir jetzt Body Check einsetzen, ist unser Vulcano tot. Es setzt irgendwie nur Blubber ein. Kann es sein, dass Kingler nur Blubber kann? Blub. Das Blubberblasen. Baby wird. Keine Ahnung. Früher konnte ich den Spruch auswendig aus SpongeBob, der Film, aber jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich nur den Anfang. Und Level 32 für Kingler. Und es lernt Sludge. Endlich eine neue Attacke. Das ist wahrscheinlich Schlammbad. Endlich lernt uns das. Mock. Schlammbad. Und sollen wir zurückgehen? Ne, komm. Wir sind hier ja nicht so pussig, wie immer zurückgehen. Und jetzt verlieren wir. Wetten wir verlieren diesen Kampf jetzt. You're ready to battle, Sonny? Was? Du nennst mich Sonic? Sonic. Na gut, der hat nur ein Pokémon, aber... Okay, ich hab Glück, dass es nur ein Sternu ist. Ja, mit 32, ich glaube, das müsste sogar unser Knuffenser schaffen. Also, Taktik... Sternschauer. Die Attacke kann ja auch Mewtwo. In dieser Edition. Oder in dieser Generation, sag ich mal. So, und jetzt wieder die Rap-Taktik. Ich glaube, das spiele ich wieder. Dam. Okay. Und Level 24 für Knuffenser. Und damit haben wir einen Ultrigaria. Too much. Ich will es allerdings noch nicht entwickeln, weil es sonst keine neuen Attacken mehr lernt. Er lernt, wenn man es entwickelt, sofort. Ebenso wie unser Vulcano. Und wir haben einen Ultrigaria. Weebling Bell. Das ist ultra geil. Hahaha. Na. Okay, jetzt haben wir unseren Pokémon, der ist mir zu viel. Ich glaube, das spiele ich dazu, oder? Wollen wir spielen? Ne, komm, laufen wir mal durch die Landschaft und genießen ein bisschen die Atmosphäre von diesem Hack. Ne, nicht immer nur speeden, sondern auch hier ein bisschen mal was anschauen.
Wir haben jetzt Zeit, ne? Wir haben Zeit. Wir haben genug Zeit. Wir sind zurück in Lavandia-Dings da. Okay. Immer wieder zurück auf diese Wasserroute. Mit unserem frisch entwickelten Ultrigarier. Das leider keine Fernsehattacke kann. Auf was spielt ein Ultrigarier jetzt? Es spielt jetzt auf, ja, immer noch auf Angriff. Aber auch Spezialangriff kann man auch nutzen. Anton! Anton! Psy-Duck! Psy-Duck-Duck! Ich glaube, ich tue das Mikrofon mir ein bisschen näher. Ich glaube, man hört mich schlechter. So ein kleines bisschen. So, so passt es. Super. Aber ich glaube, ich übersteuere wieder ein bisschen. Es lässt mein Ultrigarier nicht fliegen. Was bist denn du für ein blödes Anton? Anton, blöde. Blöde, Anton. Und warum setze ich Rap ein? Na gut, machen wir das mal anders. Die verwecken uns zwar mit Poison Powder. Dann lernt Ultrigarier eigentlich Rasierblatt. Ich schätze irgendwas mit 27. Wo ich klein war, wollte ich übrigens immer ein Giflor haben, das Blättertanz kann. Ich fand die Attacke so cool, wo ich gegen die Erika immer gekämpft habe. Und ja, dann habe ich mir immer wieder ein Giflor geholt oder ein Müllrappler. Habe es dann immer sofort zu Giflor entwickelt, nachdem sich zu Duflor entwickelt hat. Aber ich wusste nicht, dass damals wusste ich noch nicht, dass Giflor keine neuen Attacken mehr lernt, wenn man es sofort entwickelt. Und ja, da habe ich mich immer geärgert. Ah, wann lernt ein Giflor endlich Blättertanz? Wann lernt es endlich Blättertanz? Und es hat nie Blättertanz erlernt. Dann habe ich mir gefragt, hey, warum kann dann Erika ihr Giflor Blättertanz? Das verstehe ich nicht. Und dann habe ich ein paar Jahre später herausgefunden, man muss es erst später entwickeln. Papsel! Polywag! Ebenso hat sich das Problem bei Ultrigarier, da habe ich es auch immer sofort zu Sanzene entwickelt. Mit dem Blattstein und ja, da hat es auch keine neuen Attacken mehr gelernt. Also, als Tipp, ne, von einem Profi, von einem Pokémon-Profi wie mir, auch wenn ich jetzt sau oft verliere in diesem Hack, ja, entwickelt euer Pokémon erst mit einem Stein, wenn ihr meint, dass es richtige Attacken kann. Denn ansonsten lernt es keine neuen Attacken mehr. Und das wollt ihr ja nicht, ne? Ihr wollt ja richtig Killer-Attacken haben, wie Hyperstrahl oder so, wie ich euch kenne. So. So, wir waren hier, genau, das ist der nächste Trainer. Vielleicht auch der letzte vor dem Relaxo. Also, so, Pokémon Cemetery. Dum, 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 dum. Angler. Was suchen wir überhaupt Angler? Hier ist nirgendwo Wasser. Also vom rein logischen her. Und Level 30 Quapsel. Oh Gott, da müssen wir sofort wechseln. Testen wir mal die neue Attacke vom Kiffer. Hypnosis. Verzögerung. Du langweilst mich. Wach auf. Double Step, also Duplexieb. Wach endlich auf, Kiffer. Kiffer, wach endlich auf. Wach endlich auf, du scheiß Kiffer. Kiffer, besorgt dir ein Knoppers? Wie komme ich auf Knoppers? Egal. Wach endlich auf! Scheiß Kiffer, Kiffer. Komm jetzt, wach auf! Ich glaube, mit dem Song, was ich gerade singe, schläft es noch mehr ein. Das ist eine zweite Pokeflöte, was ich da mache. Ey, Quatsch, das ist eine zweite Hypnose-Attacke. Oder so, keine Ahnung. Na gut, jetzt endlich Sludge. Unsere neue Schlammert-Attacke. Oh, und die haut auch richtig rein und vergiftet ihn sogar. Geil! Nein! Haben wir einen Aufwecker? Ich habe jetzt keine Lust nochmal so zu singen. Verdammt, ich habe mich vertippt. Ich wollte eigentlich checken, ob wir einen Aufwecker haben. Na ja, gut, zum Glück kommen dann nicht so starke Attacken. Das ist auch so eine Taktik von Quapsel einschläfern und angreifen. Und wenn das Pokémon aufwacht vom Gegner, einfach wieder neu einschläfern. Die Taktik habe ich auch früher immer genutzt bei dieser Floor, da konnte es so mit Level 42 hat es dann Schlafpuder erlernt. Dann habe ich die Taktik immer mit Solarstrahl kombiniert. Also habe es eingeschläfert und dann habe ich mit Solarstrahl angegriffen.
Das hat auch so richtig, richtig gebasht, sag ich mal. Sheldier. Was ist Sheldier? Shelder, achso, Shelder. 200 Pokémon Pen ist ja mal geil. Rex ist nicht so, nämlich Alduine, auch wenn Shelder bestimmt eine Eisattacke kann, wie Aurora Strahl. Aber ist mir egal. Ich sollte meine Fresse halten, dann kommen wahrscheinlich nicht solche Attacken. Na gut, Thunder Wave. Enemy Shell deals paralyzed. It may not attack. Und wieder die Rapper-Taktik. Und tschüss. So, was kommt jetzt? Fisherman's Friend setzt Goldini ein. Hatte ich früher auch mal als Team-Pokémon, also Goldking zumindest. War auch richtig geil zum Trainieren eigentlich. Das habe ich mir damals in dem Teich, in diesem Teich da in Fuxane City gefangen mit der Profi-Angel. Welche Edition weiß ich da nicht mehr. Ich glaube mal, das war die blaue oder rote Edition. Ja, und dann habe ich mir Just for Fun trainiert, weil ich das ganz gut fand vom Aussehen her. Ja, und dann konnte es irgendwann Hornattacke und so, so mit Level 28 oder 30 hat es, glaube ich, entwickelt. Ja, und dann wurde es auch so ein richtig gutes Team-Pokémon, habe ich noch Surfer beigebracht und ja, hat richtig reingehauen. Das war ein starkes Goldking, sag ich mal. Ach, diese Pokémon-Erinnerungen kommen jetzt alle hoch irgendwie. Alle in diesem Heck. Finde ich richtig cool eigentlich. Ihr habt zu jedem Pokémon irgendwie eine Geschichte, die ich, wo ich euch stundenlang zuquasseln kann. So, was kommt denn jetzt? Welches Pokémon wollen wir denn jetzt quatschen stundenlang? Horsey, das ist Horse. Also Horse ist wahrscheinlich ein Pferd, ne? Pferd heißt ja auch Horse. Und sie ist ja eine Kombination. Ich glaube, das ist Goldking. Weil, ja. Oh, völlig falsch. Sepa. Na gut, die Geschichte von Sepa, wo ich zuerst nicht gefunden habe, das war beim Kampf gegen einen Trainer, glaube ich. Woher ich das alles noch weiß, irgendwie. Naja, egal, ich bin halt ein richtiger Pokémon-Freaks. Und jetzt angeben zu wollen, natürlich. Und ja, dann, also ich war nicht so besonders beeindruckt von dem Sepa. Habe ich auch nie in meinem Team gehabt. Aber als dann die zweite Generation eingeführt wurde mit dem Seedraking, da wollte ich schon immer einen Seedraking haben, aber ich bin nie dazu gekommen, einen Seedraking in mein Team reinzubauen. Und ja, vielleicht hole ich mir einen Seedraking in irgendeinen anderen Let's Plays. Also Seedraking ist ein bisschen schwierig zu bekommen, man muss Seemon einen Kingstein geben und es dann tauschen, dann entwickelt sich zumindest bei der zweiten Generation, in der dritten und in der dritten ist glaube ich genauso, in der vierten ist, und der fünften ist es anders, glaube ich, da braucht man Drachenhaut oder so. Und ja, das Gute am Seedraking, es hat nur eine Schwäche, glaube ich, oder? Hat es nur eine Schwäche? Ja, eine Schwäche hat es nur und das ist Drachen. Und ja. Eigentlich sind also und Drachen sind dann gegen Drachen sehr effektiv, aber wenn Seedraking selber Drachenattacken kann und immer der schnellere ist als der andere Drache, also hat Seedraking so gesehen keine Schwäche eigentlich. Okay, und hier ist das fette Relaxo. Hey, geh mir aus dem Weg! Stop, idiot! You need the Pokeflute! And well, I give it of those. Okay, ich habe jetzt keine Lust gegen 6 Safcons zu kämpfen, die alle harden kann und auf Level 100 sind. Da gibt es einen schnelleren Weg und zwar müssen wir nach Lavandier in diesen Turm, da kriegen wir die Pokeflöte. Aber um nach um in Lavandier die Pokeflöte zu bekommen, brauchen wir natürlich das Geister-Scope, also die Silbscope. Und ja, das kriegt man woanders. Für die, die mein Game Let's Play gesehen haben, wissen wahrscheinlich schon, wo man es kriegt. Okay, Sackgasse, ne, fiese Sackgasse. Dratini! Dratini! So, go away safety.
Aber ich finde, das ist die geilste Musik in der roten, blauen und gelben Edition, oder? Was meint ihr? Ihr könnt ja einen Kommentar schreiben, was eure Lieblingsmusik in Pokémon Gelb, Rot und Blau ist. Also meine ist die hier. Hundertprozentig die hier. Azure City ist auch geil. Also die auf 1 und Azure City auf 2. Und Lavandia auf den letzten Platz, weil die so hässlich ist. Dann sogar ein paar Kinder selbst zurückgezogen, weil die so scheiße war. Nee, Spaß, die hat irgendwie so zu Dinge im Gehirn geführt. Binalen heißt es, glaube ich, oder keine Ahnung. Irgendwelche Störungen im Gehirn hat die geführt, die Musik. Sodass die Kinder selbst was gemacht haben. Suizid. Aber ihr könnt es wahrscheinlich, falls es euch interessiert, bei Google eintippen, einfach Lavandia eintippen. Wie heißt denn auf Englisch? Ja, egal, Lavandia eintippen, da kommt schon Lavandia-Syndrom oder sowas irgendwie. Und dann wird da diese Geschichte erzählt und so. Recht interessant, ich glaube, da mache ich mal dazu ein Halloween-Special. Das wird lustig. Nein, das wird nicht lustig, das wird traurig. Kinder sind gestorben. Also eine Runde Mitleid. Also jetzt ernsthaft, ne? Keine Witze drüber. Don't hurt my Nidorans. They're mine. Verletzt meine Nidorans nicht, sie können mir. Tja, ich bin James, ich muss ja wohl verletzen, ne? Weil ich so böse bin. Du Lesbe. Familie Nidos. Ja gut, Nidorino ist ein Nido, aber... Ein Nite. Na gut, der war scheiße, ich geb's zu. Hörn Attack. Und ich beende den Part nach dem Kampf auch. Dann gibt's den nächsten Part weiter auf dem Weg nach Dingsbum City. Bla 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 bla. Und tschüss, Lesbe setzt Nidorino ein. Wollen wir die Rap-Taktik nochmal einsetzen? Na komm. Wie viel AP? 13. Ja, das geht noch. Fail Rap. So, jetzt ist es paralysiert und was kommt jetzt? Natürlich Rap! Verdammt, die Attacke geht daneben, aber ist mir egal. Rap, 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 rap. Okay. Level 25 für Ultrigeier. Durch Rappen. Durch Rappen, ja, der ist ein richtiger Rapper. Hahaha. Okay, dann beende ich den Part jetzt und dann geht's bald weiter. Bis zum nächsten Part. Servus, Leute.